Ach ja, das sind alles kaputte Sonnenbrillen. Frag mich jetzt nicht, warum ich die noch hab. Das kann ja was werden. Boah, ist das lang her, ey. Ihr glaubt nicht, wie geil das gerade ist. Mann, ist das lang her. Wisst ihr, wann ich hier das letzte Mal war? Genau an dieser Stelle. Diese Stelle hier. Das war Vlog 29, 28. Beim letzten Video, wo ich hier war, hatte ich noch kein Weitwinkelobjektiv. Sah das Ganze noch so aus. Ja, was wollte ich mit euch bereden? Keine Ahnung. Ich hatte zwei Punkte. Der erste war, ich wollte mal wieder hier runter zum See. Und der zweite Punkt war, ich wollte mal wieder ein Video machen. Somit habe ich zwei Sachen erledigt, indem ich hier runtergefahren bin. Mit der Kamera. Ja, ich hatte die Idee, dass ich ein Video mache zu den Video Days 2017. Weil mich die ziemlich ankotzen. Beziehungsweise wie die dieses Jahr geregelt sind, organisiert sind. Ja. Ich habe schon mal ein Video, beziehungsweise einen Vlog über die Video Days gemacht. Allerdings übertrifft das Ganze, was dieses Jahr passiert, das Ganze nochmal um einiges. Dieses Jahr bezahlt man für Autogramme. Also, soweit ich das richtig verstanden habe, kauft man sich ein Ticket. Und es gibt verschiedene Optionen. Entweder man kauft sich das Superstar-Ticket, das Star-Ticket oder die Show-Tickets. Das heißt, entweder du kommst nur in die Show oder du zahlst einen Aufpreis und kriegst dann sicher ein Autogramm bzw. sicher zwei Autogramme. Oder Fotos, keine Ahnung. Wahrscheinlich Fotos eher. Aber dann kriegt man eben ein oder zwei Fotos sicher. Also beim Superstar-Package oder Superstar-Ticket oder wie das auch immer heißt, gibt es zwei Fotos sicher. Also man trifft zwei YouTuber, die man treffen will, sicher. Und beim Star-Ticket glaube ich einen, aber das könnt ihr ja selber noch nachschauen. Ich packe euch das mal in die Videobeschreibung. Ich werde ziemlich sicher nicht hingehen. Wenn dann nur für die Show, aber ich schätze mal eher nicht, Auto. Ja, ich denke, ich werde eher nicht hingehen, ziemlich wahrscheinlich nicht, weil ich das System einfach total scheiße finde. Und ich denke auch, also ich hoffe, dass einige YouTuber sagen, ja, nee, ich gehe auch nicht hin, weil das System scheiße ist. Im Moment ist es jetzt gar nicht, das ist noch, hat es noch nicht so viel Aufmerksamkeit gekriegt, aber es kommt dann bestimmt bald. Du bezahlst jetzt dafür, dass du einen YouTuber treffen kannst. Aber sorry, das ist so ungefähr gegen alles, was YouTube ausmacht. Also YouTube kann jeder machen, YouTube, das sind ganz normale Menschen, YouTube, keine Ahnung, YouTuber machen das, weil sie Spaß dran haben und treffen dann halt mal Fans oder so, und dafür waren die Videodays ja eigentlich auch da, einfach um diese Treffen zu bündeln oder mehr davon zu ermöglichen und das alles an einen Tag oder zwei Tage zu schieben und da noch eine fette Show dazu zu machen, was auch richtig geil war, aber irgendwie ist es jetzt so, ja, Zahl. Ich weiß die Preise jetzt nicht ganz genau, aber ich kann die jetzt hier auch nochmal einblenden. Aber ich glaube, es war irgendwas um 69,90 oder so oder 79,90. Und man bezahlt es dann nur, um einen YouTuber zu treffen. Und ich glaube nicht, dass der YouTuber dafür was kriegt. Also ich weiß es nicht. Vielleicht bezahlen sie dieses Jahr die YouTuber, was das Ganze nicht unbedingt besser machen würde. Aber 69,90 oder egal, aber ungefähr in dieser Preisliga ist es. Für einen scheiß YouTuber-Treffen, sorry, aber es ist cool, aber es ist nicht 69,90 wert. Ist es nicht. Und die letzten Jahre war es, also 2013 war es, glaube ich, sogar noch unter 20 Euro. Das heißt, ich habe unter 20 Euro für eine Karte bezahlt, oder knapp 20 Euro, damit ich so viele YouTuber treffen konnte, wie ich wollte, was auch geklappt hat bei 10.000 Leuten. Es gab eine coole Show und 2014 waren die Preise ein bisschen höher, ich glaube so 25 Euro ungefähr oder 29, was weiß ich, ich glaube 25. Da fand ich die Videodays ein bisschen schlechter, aber es war trotzdem noch cool und der Preis 25 Euro ist voll okay. Und ich denke mir, es kann doch jetzt nicht so viel Organisationsaufwand mehr sein, dass es über 30 Euro mehr kostet. Mehr als das Doppelte kosten jetzt die Karten. Und man muss auch mal das Publikum beachten. Wer sind die Leute, die YouTuber treffen wollen? Es sind meistens Jugendliche, vielleicht noch so 20-Jährige, aber das ist so schon die Grenze, die YouTuber auch treffen wollen. Also unter 20-Jährige müssen 69,90 bezahlen. Sorry, aber das ist jetzt nicht mal so gerade eben so, ja komm, ich gehe mal auf ein YouTuber-Event, wo ich einen YouTuber treffe,
und zahle dann dafür, damit ich einen treffe. Sorry, Video Days, aber ich hoffe jetzt, das hört sich ein bisschen hart an, aber ich hoffe, dass das bei euch dieses Jahr nicht hinhaut, dass ihr nicht die Halle voll kriegt. Und ich hoffe auch, dass einige YouTuber sagen, nee, ich komme nicht. Was natürlich dann auch wieder auf das andere wirken würde, dass weniger Zuschauer kommen. Aber gut, so viel zu meiner Meinung. Eigentlich wollte ich das ja jetzt gar nicht erzählen. Ich wollte eigentlich euch nur sagen, dass ich die Idee hatte, dieses Video zu drehen. Ja gut, dann habe ich es jetzt hier unten am See gemacht. Auch ganz cool. So, ich bin jetzt gerade dabei, die Dateien ins Schnittprogramm zu importieren. Eigentlich wollte ich ja gar nicht über die Videodays reden, sondern nur kurz anschneiden in dem Video. Aber jetzt habe ich es doch gemacht, natürlich ohne Notizen oder irgendwelche Fakten. War jetzt nicht so das Allerschlauste. Ich wollte es jetzt noch sagen, also falls ihr alles genau wissen wollt, schaut lieber selber nach. Und nehmt mir es nicht übel, falls jetzt irgendwas davon nicht ganz richtig war. Genau, das wollte ich jetzt noch sagen. Bildet euch einfach eure eigene Meinung, das ist eben das Beste. Und schreibt einfach mal unten in die Kommentare, wenn ihr da was anderes zu sagen wollt. Fände ich ganz cool. Ja, und jetzt hoffe ich, euch hat das Video mal wieder gefallen. War jetzt ja ein bisschen länger, die Pause. Ist hoffentlich das nächste Mal nicht so. Wir sehen uns bald wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Mittag, einen schönen Abend, was weiß ich. Bis bald. Ciao.